Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im November. Es geht weiter mit Crown Falls. Wir werden allerdings auch heute in die neue Welt schauen und uns auch dort ein bisschen aufbauen. Und dann werden wir natürlich auch schauen, dass wir in Enbesa schon einmal erste Strukturen vorbereiten. Jetzt müssen wir aber erstmal in Crown Falls wirklich ein bisschen Gas geben, denn wir brauchen mehr Einwohner, wir brauchen mehr Einkommen. Wir müssen einfach mal gucken, dass die Bilanz stimmt. Und derweil können wir dann hier auch uns einfach schön ausbreiten und eventuell kriegen wir ja dann auch schon Ingenieure hin in dieser Episode. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, aber dafür müssen wir auf jeden Fall noch einiges tun und deswegen bauen wir jetzt auch schon fleißig los. Wir haben jetzt auch schon ordentlich Holzproduktion am Start, das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache. Und dann würde ich mal sagen, in der neuen Welt bauen wir hier auch schon einmal uns ein bisschen auf. Da machen wir mal hier ein Dorf. Vielleicht mal hier ins Eck. Hier schön in die Mitte. Da haben wir ja auch eine freie Fläche. Und hier ungefähr kommt das Rathaus rein. So ungefähr. Und dann machen wir hier die Straße rumherum. Und zum Glück haben wir jetzt hier auch ausreichend Holz schon vorbereitet. Und damit können wir halt hier auch schon direkt loslegen. Dann baue ich das jetzt erstmal, plane das quasi ein bisschen vor. Und dann machen wir auf Dreifachgeschwindigkeit und gehen hier quasi in den Overdrive. Und ja, machen das Ganze eben ein bisschen schneller. So, und dann machen wir hier noch eine Straße herum. Gut, dann machen wir dasselbe auch auf dieser Insel hier. Dann mache ich hier auf jeden Fall das Rathaus. Dann machen wir auch hier Marktplatz, auch wieder 4 Stück. Da 5 und dann hier die Straße drumherum. Das passt. Hier noch die Verbindung. Das verschiebe ich noch um 1. Machen wir mal so rum. Okay, das passt. Und dann machen wir hier natürlich auch gleich die Versorgung. Wir brauchen hier einmal Fischöl. Machen wir einfach gleich 2-mal hin. Dann passt das erstmal für eine Weile. Dann brauchen wir 2-mal Bananen und 2 Küchen. Das machen wir vielleicht hier rein. 1 und 2 und das Lagerhaus dazu. Dann hier die Straße. Das verbinden wir hier alles. Das hier auch. Dann packen wir noch einen Holzfäller hier dazwischen. Und dann würde ich sagen, verlängern wir hier die Straße schon mal nach hinten. Und dann müssen wir hier eben gucken, dass wir Rum aufbauen und Baumwolle. Beides werden wir nämlich brauchen in unserem nächsten Schritt, indem wir dann quasi unsere Bilanz auf ein ganz neues Level heben. Dann machen wir hier noch ein bisschen Bananenplantagen. Das schaut gut aus. Das schaut auch gut aus. Das passt. Dann machen wir da auch noch ein Feld hin. Und jetzt brauchen wir hier noch Ponchos. Die machen wir auch gleich hier rein. Machen wir auch 2. Dann haben wir unsere Ruhe. 1-mal und 2-mal. Hier noch eine Straßenverbindung. Hier auch. Dann machen wir vielleicht 2 Lagerhäuser. Dann gehen wir auf Nummer sicher und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen symmetrisch, dann schaut es ganz hübsch aus. Wir werden das danach wahrscheinlich sowieso alles noch auf eine einzige Produktionsinsel packen. Aber für den Moment können wir ja das Ganze hier schon mal ein bisschen vorbauen. Okay, dann haben wir hier auch genug Arbeitskräfte. Dann kann ich hier auch schon mal eine Kirche einplanen. Und eine Polizei, genauso wie eine Feuerwehr, denn die brauchen wir hier natürlich auch. Und dasselbe machen wir jetzt hier auch nochmal. Das heißt, wir brauchen auch hier Fischöl und wir brauchen auch hier Bananen. Und eine Küche. Und die Ponchos. Und dann machen wir das Ganze hier quasi ein bisschen parallel, den Aufbau. Auch hier Lagerhaus und 2-mal Bananen, 2 Küchen. Und natürlich 2-mal die Alpaka-Farm und 2 Poncho-Webereien. Hier kommt noch die Straße weg. Die brauchen wir hier am Ende nicht. Und dann kann ich hier auch schon mal ein bisschen auffüllen, gleich in die Ecken gehen. Und dann schaut das eigentlich auch ganz gut aus. Das machen wir jetzt hier noch ordentlich. So. Dass das hier auch einfach schön alles aufgefüllt ist. Und hier auch schön in die Ecken rein. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben die Ponchos, dann brauchen wir auch hier die Kirche, die Polizei, die Feuerwehr, dann machen wir auch hier noch eine hin, dass das alles schick ist.
Okay, das heißt, hier könnten wir Baumwolle machen. Machen wir hier Baumwolle. Und hier machen wir hier rum dann. Ja, das schaut auf jeden Fall gut aus. Dann würde ich sagen, wir packen noch unser Schiff hier rein. In den Hafen. Und dann können wir hier schon mal nach Items Ausschau halten. So langsam haben wir dann nämlich auch genug Bilanz, als dass wir schon mal nach ersten Items eben uns umschauen können. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier zum Eli. Und gucken mal, was der so im Angebot hat. Dann haben wir uns hier überall schon aufgebaut, okay. Und jetzt müssen wir uns hier noch von Ketema unsere Insel schnappen. Dann nehmen wir hier den Kontor. Pardon. Das Konto und schieben es hier rüber. Müssen Sie zuerst unter Beweis stellen, sehr schön. Dass Sie für Sie alle sorgen können. Und dann müssen wir auch hier wieder eine Siedlung aufbauen. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze hier mittig. Machen hier vielleicht so eine mittige Siedlung. Hier den Marktplatz auf jeden Fall. Das machen wir wieder weg. Und dann brauchen wir auch hier den Holzfäller wieder. Dann machen wir hier zwei Holzfäller mit direkter Anbindung ans Kontergebäude. Und hier ist dann eben auch diese neue Mechanik, dass man eben mit Wasser arbeiten muss. Das heißt, wir brauchen dann hier auch die Kanalaufbauten. Erstmal brauchen wir aber jede Menge Einwohner. Und das machen wir dann hier auch. Okay. Das sollte uns auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit geben. Ich spiele jetzt hier bewusst mit Einfachgeschwindigkeit, damit ich den Aufbau hier eben im grundlegenden Sinne quasi überall gleichzeitig machen kann. Denn sonst enteilen mir einfach die KI-Gegner in dieser Phase. Und da habe ich halt keine Lust dazu, dass die quasi hier sich zu schnell aufbauen. Und deswegen nutzen wir die Einfachgeschwindigkeit. Und hier brauchen wir natürlich auch noch Anbaufelder. Denn dann kann ich noch mithalten. Ansonsten ist der PC einfach schneller. Weil es ein Computer ist. Ich bin halt kein Roboter. Ich wäre gern, was Anno angeht, ein Roboter. Aber das schaffe ich nicht ganz. Und dann gehen wir rein ins Cup. Und hier können wir dann auch mal langsam in die Statistik schauen. Und zwar müssen wir mal gucken. Wir haben hier nicht mehr genug Fisch. Und auch nicht mehr genug Arbeitskleidung. Hier müssen wir überall ein bisschen nachlegen. Das heißt, wir machen jetzt hier eine große Fischausbaut. Und was ich auch noch schauen muss, ist, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr Depotplätze bekomme. Damit ich einfach länger zwischen den ganzen Sessions hin und her hüpfen kann. Ohne mir Gedanken machen zu müssen, dass hier die Lager volllaufen. Das heißt, wir machen mal hier hinten auch schon mal einige Depotplätze mehr auf. Und dann brauche ich auch noch mehr Lehm. Bilanz schaut im Moment noch in Ordnung aus. Von daher kann ich hier ruhig noch ein bisschen expandieren. 1 und 2. Und dann machen wir hier auch noch ein Lagerhaus. Und auch noch eine Feuerwehr. Hier fehlt Eisen. Das stimmt. Deswegen machen wir hier noch eine Eisenmine. Und verbinden das Ganze hier schick. Das hier machen wir wieder weg. Und dann machen wir das Ganze hier ein bisschen näher ran. Und hier auch eine Feuerwehr dran. Und wir brauchen mehr Arbeiter. Aber damit wir mehr Arbeiter haben können, müssen wir eben hier auch wieder mit Arbeitskleidung und mit den Schäfereien nachkommen. Das heißt, das Ganze müssen wir hier auch nochmal verdoppeln. Beziehungsweise vielleicht sogar mehr als verdoppeln. Vielleicht sogar mehr als verdoppeln. Machen wir das Ganze hier rein. Und dann machen wir den hier vielleicht noch so. Ah, nicht sicher. Nee, das machen wir anders. Ich mache das an eine Straße ran. Ich hatte kurz überlegt, ob wir da nicht irgendwas reinbauen, aber da ich das danach sowieso anders baue, müssen wir es jetzt nicht schick machen. Das wäre quasi schick für eine Minute. Aber dafür haben wir die Zeit nicht. Dafür haben wir schlichtweg die Zeit nicht. Wir haben 30 Folgen, da müssen wir was schaffen.
Da müssen wir was schaffen. Das heißt, Dreifachgeschwindigkeit geht an. Wir brauchen jetzt überall nochmal ein bisschen mehr Baustoffe. Und dann sollte auch hier bald die Arbeitskleidung nachkommen. Und dann kann ich auch hier schon wieder mit dem nächsten Getreideausbau fortfahren. Da oben kommt noch ein Lagerhaus hin. Etwas versetzt, dass ich hier noch meine Straße durchkriege. Und dann ziehe ich auch hier weiter meine Felder runter. Und dann kann ich vielleicht hier unten auch die Spitze schick machen. Sehr schön. Alles klar, die Prinzessin darf ruhig noch ein bisschen sich ausbreiten. Und jetzt sieht man schon, das ganze Kap ist quasi schon weg. Also das ging jetzt so schnell. Das ging jetzt so schnell und schon sind die alle weg. Das ist der Hammer. Wir müssen uns jetzt noch die restlichen Siedlungen holen. Das heißt, ich hole mir jetzt hier auch nochmal Stahl. Ich habe nämlich jetzt 96 Einfluss und dann hole ich mir hier nochmal große Inseln. Dann hat hier schon wieder wer was gekauft. Okay, das lassen wir so. Das ist nicht unser Bier. Wir müssen aber hier schon wieder schleimen. Oh, was? Sehr wahrscheinlich stand doch dran. Scam. Das ist absoluter Scam. Sehr wahrscheinlich stand dran und was bekommen wir? Gar nichts. Hier ist auch schon wieder das Lager voll. Das ging jetzt sehr schnell. Das heißt, wir gehen wieder auf Einfachgeschwindigkeit, damit wir einfach hinterherkommen. Wir müssen jetzt immer mal wieder in Einfachgeschwindigkeit spielen, damit wir einfach die Ressourcen nutzen können, um auch voranzukommen. Und dann mache ich auch hier schon mal eine Straße rüber. Und auch hier müssen wir ein bisschen rüberkommen. Dann baue ich mich hier schon mal ein Stück weiter. Und dann komme ich hier an die Lehmgrube. Und da fehlt schon wieder Holz. Aber dann kann ich schon mal hier ein bisschen die Infrastruktur weiter treiben. Und wir können auf Obreros erhöhen. Immer noch keine Allianz. Meine liebe Prinzessin, es wird keine Allianz geben. Es tut mir wirklich leid, aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das ist einfach keine gute Idee. Und dann haben wir hier die Obreros. Das heißt, jetzt kann ich hier auch mein Rathaus reinplanen, so wie es dann letzten Endes auch aussehen wird. Und dann können wir das Ganze hier wahrscheinlich noch ein bisschen verschieben. Das heißt, wir brauchen hier noch eine weitere Häuserreihe. Den kann ich aber jetzt noch nicht ausbauen, weil ich auch viel zu wenig Einfluss habe für so Geschichten. Aber ich kann es schon mal reinplanen, so wie es eben aussehen könnte am Ende. Das hier brauche ich nicht. Ich brauche stattdessen hier noch einen Marktplatz. Den brauchen wir aber hier, weil ich kann hier noch eine weitere Häuserreihe reinpacken. Machen wir das weg. Das plane ich auch schon rein. Okay. Das heißt, die neue Welt schaut so weit planungstechnisch auch schon ganz gut aus. Dann machen wir hier schon mal für später eine Handelskammer reingeplant. Hier auch. Ja, hier auch. Ich glaube, hier fangen wir auch gleich an mit der Planung. Und zwar brauchen wir hier Baumwolle. Baumwolle können wir später auch aus Holz machen. Am Anfang allerdings gestaltet sich das schwierig. Und deswegen machen wir das jetzt so. Ganz klassisch. Wir brauchen aber nur Baumwollstoff. Den Rest brauchen wir noch gar nicht. Das passt soweit. Dann müssen wir hier wieder auf Baustoffe warten. Was ist hier los? Das geht noch nicht. Okay, dann schicken wir das Flaggschiff erstmal wieder nach Crown Falls. In der alten Welt kann ich mir nochmal eine neue Insel holen. Und dann holen wir uns sogar noch eine zweite. Und zwar hole ich mir dann noch die hier. Und dann haben wir eine weitere Stufe in der Weltenlenker-Herausforderung. Beziehungsweise nochmal einen Bonus. Das heißt, noch mehr Arbeitskräfte pro Insel. Was auch sehr angenehm ist. Hier können wir jetzt mal mit der Wasserpumpe anfangen. Und zwar machen wir hier mal ganz simpel ein bisschen Tierhöfe. Das machen wir wieder weg. Und sehr schön einfach die Animation auch, wie es hier durchläuft. Sehr, sehr schön ist das.
Okay, dann machen wir hier an den Rand ein bisschen Ziegenmilch. Warme Ziegenmilch. Es gibt nichts Schöneres, oder? Mein lieber Kaiser. Ja, das sieht er genauso. Okay. Hier müssen wir 4 Stück reinkriegen. Und den hier noch eins runter. Dann noch 2 davon dazwischen. Den verschieben wir auch noch. Sehr schön. Dann machen wir hier noch die Straße. Das verschiebe ich noch eins hoch. Dass das schön ordentlich ist. Und den müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben bewegen. Huch. So rum. 1, 2, 3. Ah, okay. Dann halt so. Jetzt aber. Okay, das passt. Dann kann ich den ja eigentlich auch so bauen, oder? Dass ich hier das Lagerhaus mitten reinhaue. Das passt, okay. Ziegenmilch sollte gesichert sein. Dann können wir jetzt noch ein bisschen mehr Einwohner bauen. Das passt. Hier noch eine Mittelstraße durch. Und dann müssen wir eben hier gucken, dass die Versorgung soweit stimmt. Hier gibt es dann auch einen Haufen Quests, aber die machen wir dann erst im Nachhinein. Denn wir haben jetzt noch im Moment etwas zwingendere und dringendere Aufgaben, wie zum Beispiel zu den Ingenieuren zu kommen. Das ist auf jeden Fall unsere Priorität hier. Und der Priorität folgend machen wir jetzt mal Baumwolle. Und diese Baumwolle, die schicke ich jetzt dann auch schon einmal ins Kap. Und zwar machen wir da wieder eine Charterroute. Und zwar müssen wir hier Baumwollstoff auswählen und das Ganze von Salsa Verde nach Crown Falls. Volle Kanne. Dann haben wir hier schon mal unsere Charterroute. Dann baue ich auch die Baumwollweberei schon einmal aus. Und hier ziehen wir einfach die Felder durch. Haben wir auch schon mal überall den Platz genutzt. Und dann passt das. Und hier haben wir, glaube ich, Verhältnis 1:1, oder? Oder wie war das? Ne, 2:1. Das heißt, wir brauchen 4 von den Dingern. Ja, dann machen wir halt 4 von den Dingern. Ist ja kein Thema. Kein Thema, kein Thema. So, dann machen wir auch hier noch ein paar Felder drauf. Handelskammer ist noch nicht gebaut, das ist okay. Und hier können wir gucken, dass wir an rumarbeiten. Damit die auch was zum Saufen haben. Und dann würde ich sagen, dann machen wir hier auch schon mal eine Handelskammer rein. Und machen hier ganz simpel 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier noch ein Lagerhaus. Und hier brauchen wir auch noch eine Feuerwehr. Wegen den Rumbrennereien, weil die ganz schön gerne explodieren. Und dann machen wir das Ganze hier auch schon schick mit Zuckerrohr. Sehr schön. Okay, Zeitung kommt. Einen Moment, ich muss hier noch was fertig bauen. Ich kümmere mich gleich darum. Ich mach doch gleich. Ich bin doch gleich da. Das Schöne ist halt auch, wir haben jetzt so eine schöne Bilanz. So viel auf dem Konto, dass wir halt in der Ruhe einfach bauen können. Ohne uns großartig Gedanken machen zu müssen. Und hier können wir auch schon in die Vollen gehen. 30-prozentige Bedürfnisreduktion. Können wir hier voll nutzen, haben aber dadurch jetzt zu wenig Einfluss, um hier die Sachen einzunehmen. Das heißt wiederum, wir müssen hier Gas geben. Das geht immer noch nicht. Okay, Arbeitskleidung ist immer noch nicht über den Damm. Doch, müsste eigentlich. Woran scheitert es dann hier? Wahrscheinlich einfach nur an der Zeit, weil wir jetzt die ganze Zeit auf einfach gespielt haben, also auf einfacher Geschwindigkeit. Okay, und dann brauchen wir hier noch Seife. Das heißt, wir machen jetzt das Ganze hier nochmal. Ihr Schiff ist von der Über-
so rum. Dann machen wir hier noch ein Lagerhaus rein. Da kommt noch die Seife hin. Dann passt das auch. Das Ganze hier kopieren wir nochmal. Und dann bauen wir hier noch Arbeiter. Und zwar jede Menge davon. Und dann sollten wir gleich auch relativ viel Einfluss dazu bekommen. Ja, natürlich darfst du, Prinzessin. Natürlich. Ich habe ja sonst nichts zu melden hier auf diesem Kontinent. Gut. Wir brauchen noch mehr Holz und noch mehr Baustoffe. Also machen wir jetzt hier noch ein bisschen Sägewerk-Action. Und dann haben wir hier auch schon wieder genug Einfluss und können hier uns noch die Insel schnappen. Und dann nehmen wir die Baustoffe mit und fahren zur nächsten und schauen wir mal. Vielleicht können wir uns die ja auch einverleiben. Ansonsten können wir jetzt wieder auf normale Geschwindigkeit, weil wir wieder genug Baustoffe in der neuen Welt haben. Es geht halt so schnell. Es geht halt wirklich so schnell. Man kann hier zweimal blinzeln und wieder weitermachen. Das ist der Hammer. Das ist halt wirklich der Hammer. Bei so vielen Inseln und gerade in der Anfangsphase, wenn man noch nicht alles aufgebaut hat, das geht halt so schnell. Okay, und dann machen wir auch hier nochmal zwei Häuser. Das passt, das bauen wir auch aus. Wir sollten eigentlich von der Versorgungslage her überhaupt kein Thema haben. Das sollte eigentlich alles wunderbar laufen. Das kann ich hier auch aufbauen. Ich glaube, wir machen sogar noch mehr Baumwolle. Noch viel mehr Baumwolle. Okay, das passt. Und dann schließen wir hier die Straße ab. Ich sehe es jetzt nicht genau, weil da Bäume im Weg sind. Aber so ungefähr. Dann haben wir hier die ganze Reihe. Wir haben jetzt hier 6 Mal. Das heißt, wir brauchen 3 von den Webereien. Dann sind wir bedient. Dann machen wir hier noch ein Lagerhaus dazu. Das sollte jetzt erstmal passen. Und dann haben wir hier noch den Rum. Das heißt, für den Rum machen wir auch noch eine Charterroute. Charterroute, Rum. Von hier nach da volle Kanne. Und dann müssen wir aber hier auf jeden Fall noch die Insel umbenennen. Und zwar ist das die Caliente Rumbiente. Okay, das geht schon wieder nicht. Dann machen wir einfach Caliente Rum. Ja. Fertig. Kann man sich merken. Ne? Klingt auf jeden Fall komisch genug. Darum geht es mir bei meinen Inselnamen. Man kann die natürlich auch durchnummerieren und sortieren und sonst was. Ich benenne meine Inseln einfach nur ziemlich bescheuert. Also wenn ich jetzt einen Inselnamen brauche, damit es einfach so bescheuert ist, dass ich es mir garantiert merken kann. Und das ist eigentlich meine Technik fürs Inselbenennen. Dass ich ganz genau weiß, ah okay, die Insel, die klingt so bescheuert, die muss da und da sein. Und das ist der Plan. Das ist der Plan. Aber man kann da natürlich auch ganz viele andere Strategien machen, zum Beispiel nach der Größe der Inseln sortieren oder nach der Lage oder nach der Funktion oder wie auch immer. Das ist natürlich auch alles möglich. Und dann brauchen wir hier noch eine Schule. Dann machen wir die Schule erstmal hier rein, relativ mittig. Und wir brauchen eine Fensterproduktion. Die Fensterproduktion, die machen wir jetzt mal hier unten rein. Das heißt, ich baue jetzt hier einen geraden Straßenabschluss. Und hier kommt ein Kontor hin. Und dann bauen wir hier unten schon einmal die Fensterinfrastruktur. Das Schöne ist halt auch, dass wir jetzt ordentlich Arbeitskräfte umsonst dazu bekommen. Man sieht das jetzt auch, wir haben oben 200 Arbeitskräfte von jeglicher Sorte. Einfach frei Haus. Und das macht schon einiges aus. Das macht einiges aus. Da fehlt Stahl. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Gucken wir mal. Stahl, Stahl, Stahl. Kohle passt, Eisen passt. Das passt alles. Wir müssen einfach nur warten. Und dann können wir hier uns auch schon überlegen, ob wir vielleicht sogar Bier herstellen. Bier auf jeden Fall immer eine angenehme Geschichte. Und hier können wir die ersten Handwerker machen. Dann haben wir hier auch schon die ersten Handwerker.
Und dann kann ich auch schon sehr, sehr bald hier anfangen mit der Produktion für die Anzüge, beziehungsweise für die Tuchschneidereien. Und dann müsste ich noch meine Charterroute umlegen, weil ich habe ja gar keine... Ja, wobei, ich könnte auch einfach Fellproduktionen machen und die dann nach Crown Falls liefern. Ja, das macht mehr Sinn. Wir machen jetzt hier Felle, weil ich glaube, hier geht es überall nicht. Hier würde es vielleicht noch gehen, aber hier habe ich auch Trauben drauf. Dann machen wir hier auf jeden Fall eine Fellproduktion. 1, 2, 3, 4. In die Mitte machen wir jetzt noch kurz Bauholz. Wieder der alte Trick. Was heißt Trick? Aber man baut hier halt einfach eine Baustoffproduktion. Und dann kann man das bei Gelegenheit sofort in Betrieb nehmen. Und dann machen wir hier einfach zwei Jagdhütten aufeinander an jeder Seite. Das sollte halbwegs funktionieren. Dann brauchen wir nämlich nur hier das Kontorgebäude. Und dann benennen wir das hier um in Felltraubenstadt. Weil, ja, was soll da sein, außer Fell und Trauben? Naja, ihr versteht schon. Dann machen wir hier mit dem Kurfürst aus besagter Felltraubenstadt eine Route und liefern hier schon mal Felle. Machen wir erstmal doppelte Route Felle und irgendwann später werden wir bei Gelegenheit das Ganze in Trauben umstellen. Und hier brauchen wir wieder mehr Einfluss, damit das Ganze funktioniert. Hier habe ich übrigens noch Fenster. Das heißt, ich mache mir jetzt noch einen Clipper und dann schicke ich die ganzen Fenster ins Cup. Dann können wir hier ein bisschen schneller aufbauen. Jetzt schicken wir das Ganze wieder in den Overdrive und schauen währenddessen auch hier mal eben noch nach Enbesa. Denn dort haben wir jetzt eine weitere Aufgabe. Wir können hier Flachsfelder machen. Und das mache ich auch. Wir machen hier zweimal Flachs. Und das schieben wir hier runter. Sollte auf jeden Fall passen mit dem Lagerhaus. Später müssen wir das Ganze noch mit Traktoren machen. Die lohnen sich nämlich auf jeden Fall in den Besa. Aber bis dahin machen wir jetzt hier ganz gemütlich noch ein bisschen Flachs. Und dann machen wir das Ganze hier drin. Die Felder hier gehen nicht, also machen wir die wieder weg. Okay. Dann brauchen wir hier noch ein Podium. Und wir brauchen noch eine Gewandproduktion. Das heißt, wir machen hier einmal Leinen da rein. Das ist 2:1. Und dann brauchen wir hier nochmal zweimal Kleidung. Und damit das Lagerhaus nicht überlastet ist, machen wir hier einfach noch ein zweites. Okay, das passt. Schieben wir das Ganze noch eins hoch. Wunderbar. Okay, dann sollte hier auch die Kleidung laufen. Hier haben wir noch eine Quest, okay. Holen Sie das Geschenk ab. Oh, himmlischer Milzbrand im Stoff. Alles klar, sobald wir genug Einfluss haben, können wir das einsetzen. Aber im Moment haben wir auf jeden Fall Einflussprobleme. Und wir haben jetzt hier auch eine besondere Challenge mit der Feuerwehr. Die kann man nämlich hier nicht einfach so bauen, nein. Man muss hier für die Brandbekämpfung einen Kanal verlegen. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Kanalverlegung. Und bauen noch hier eine Feuerwehr ran. So, das sollte passen. Und jetzt müsste ich dann eigentlich auch schon sehr bald quasi aufwerten können. Da haben wir einen Aufstand... Aber den sieht natürlich niemand auf dem Foto. Das heißt, im Kitema fällt hier gar nicht auf, dass hier einfach nur revoltierende Banden durch die Straßen ziehen. Der denkt, bei uns ist alles in Ordnung. Dabei haben wir hier Aufstandsparty vom Allerfeinsten. Dann machen wir wieder auf normale Geschwindigkeit. Es ist schon wieder so viel passiert in der kurzen Zeit. Den hier schicken wir jetzt in unsere Hauptinsel nach Kattenwijk oder wie auch immer man das ausspricht. Und hier, ja, warte mal, da muss ich ja noch die Handwerker abschließen, genau. Hier brauchen wir erstmal noch 500 Handwerker. Aber das sollte eigentlich so langsam alles in sich greifen. Hier haben wir jetzt genug Holz, das heißt, ich kann hier auch schon mal die Felle aufbauen.
Wenn die Felle jetzt hier ankommen, gleichzeitig mit dem Baumwollstoff, kann ich hier auch direkt anfangen mit der Schneiderei, welche wir auch mithilfe der neuerdings in Gang getretenen Fensterfabrik bauen können. Und dann sollten wir eigentlich in der nächsten Episode auf jeden Fall bei den Ingenieuren ankommen. Und dann wird sich diese Bilanz hier auch nochmal ein bisschen verändern. Und wir werden wahrscheinlich auch unser erstes Item kaufen. Dazu bin ich jetzt schlichtweg noch nicht gekommen. Ich habe jetzt einfach versucht, sehr, sehr, sehr viel Infrastruktur aufzubauen, schlichtweg. Und das hat ganz gut geklappt. Also wir haben jetzt sowohl in der alten als auch in der neuen Welt ordentlich ausbauen können. In der nächsten Folge, wie gesagt, sind dann nach dem Infrastrukturaufbau die Ingenieure dran. Das war's an dieser Stelle von meiner Seite. Morgen geht's weiter im November. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.